In der Mobilitätssession 2 geht es darum, weitergehende Mobilitätsdaten und ihre Anwendung. Und auch hier haben wir wieder viele verschiedene Speaker, welche alle einen Kurzvortrag halten werden. Anfangen tut Christoph Inhelder, dann Dr. Janan Xin, Fruzina Homolka, Maurice Rappin, Jochen Mundiger und Clement Prosi. Und auch hier gerne die Fragen stellen. Wenn wir Zeit haben, beantworten wir sie gerne im Plenum. Und sonst habt ihr dann die Möglichkeit, den Speaker diese selbst noch zu stellen. Und jetzt begrüßen wir mit einem warmen Applaus den ersten Speaker, Christoph Inhelder. Guten Morgen miteinander. Christoph Inhelder von Citios. Citios beschäftigt sich mit Zugänglichkeitsinformation. Das heißt, wir sammeln und teilen Informationen zur Zugänglichkeit von Gebäuden. Rollstuhlfahrer können so prüfen, ob ein Restaurant, eine Bar, ein Bahnhof für sie zugänglich ist. Heute möchte ich euch auf eine ganz kurze Reise mitnehmen, um zu zeigen, wie so ein Alltag von einem Rollstuhlfahrer sich gestaltet und was die Digitalisierung hier für interessante Lösungen bietet. Wir starten natürlich beim Thema öffentlicher Verkehr. Hier ist schon mal sehr gut, ich öffne die SBB Mobile App und ich sehe im Fahrplan, ich kann mir das einblenden, Symbole, ob ich an einem Bahnhof ein- oder aussteigen kann oder ob ich das mit Hilfe tun kann. Die Frage stellt sich dann natürlich noch beim Umsteigen, wie komme ich vom einen Gleis zum anderen, weil das ist eigentlich ziemlich kompliziert und vielleicht auch schwierig mit einem einzelnen Symbol darzustellen. Man sieht hier oben eine Rampe, die ist mit einem Handrollstuhl, mit einem Aktivrollstuhl schwierig zu überwinden, wenn man alleine ist. Beim Lift kann es sein, dass der Knopf zu hoch ist, sodass ich ihn aus dem Rollstuhl überhaupt gar nicht bedienen kann. Beim Zug ist es möglich, dass der Abstand zwischen Zug und dem angepassten Perron, der Haltekante, zu groß ist. Nicht jeder Zug hat dann so ein schönes Trittbrett, wie hier zu sehen ist, und in einem Zug nicht jeder Wagen. Ein Tram, da ändert sich der Höhenunterschied zwischen Tram und Bahnsteig, abhängig von der Auslastung vom Tram. Also wenn das Tram voll beladen ist, dann ist es ein bisschen tiefer, als wenn es leer ist. In einer Kurvenlage geht der Eingang noch weiter vom Perron weg. Es wird noch schwieriger, mit einem Rollstuhl einzusteigen. Und es gibt Haltekanten, da ist nur ein Teil erhöht. Das ist jetzt beim Einsteigen kein Problem. Ich kann mich ja dahin bewegen, wo ich einsteigen kann. Wenn ich jetzt aber hier ankomme und aussteigen möchte und im falschen Wagen sitze, ist das ein bisschen schwierig. Das heißt, wir von Citios sammeln detailliertere Informationen als jetzt nur ein einzelnes Symbol zu den verschiedenen Bahnhöfen und stellen das dann auf einer Webseite dar. So können sich Rollstuhlfahrer von zu Hause aus viel besser informieren, ob sie an einem Bahnhof umsteigen, ein- aussteigen können. Das Ganze selbstständig. Das Thema gibt es natürlich nicht nur beim Bahnverkehr, es gibt es auch beim Reisen in einem Hotel. Ich stelle einfach mal so die Frage, ist dieses Hotel rollstuhlgängig, ja oder nein? Ihr ahnt es, ganz so einfach ist es nicht, weil es gibt verschiedene Rollstühle. Also Rollstuhlfahrer ist nicht gleich Rollstuhlfahrer, rollstuhlgängig ist nicht gleich rollstuhlgängig. Man sieht wieder den Aktivrollstuhl, wenn ich zwei starke Freunde dabei habe, die ziehen mich einfach die zwei Dritte hoch und ich bin drin im Hotel. Dem Elektrorollstuhl wird das schon ein bisschen schwieriger, weil der ist über 200 Kilogramm schwer, also da ist eigentlich kein Weg in dieses Hotel. Und heute gibt es aber auch Rollstühle, die Treppen steigen können. Also das ist, hängt auch vom Rollstuhl ab, ob etwas rollstuhlgängig ist oder nicht. Und natürlich auch ein bisschen von der Person, es gibt auch Rollstuhlfahrer, denen sind Treppen egal. Wir bieten also auch die Möglichkeit für Hotels, Restaurants, Bars, sich mit unserer App kostenlos selbst zu erfassen oder von uns erfassen zu lassen. Dazu messen wir die Türbreite, die Anzahl Stufen und stellen diese subjektive Information als Open Data zur Verfügung. So kann sich jeder, abhängig mit seinem Profil, ein Bild machen, ob jetzt für ihn persönlich etwas rollstuhlgängig ist oder nicht. Also auch fürs Hotel gibt es dann so eine Webseite, kann man sich detailliert informieren, ob ich vom Bett ins Badezimmer komme, ob ich hier im schönen Shady Pool auch baden kann und duschen kann vor dem Baden zum Beispiel. Das letzte Beispiel, was ich noch zeigen möchte, ist das Thema Aufzug. Kann für Rollstuhlfahrer sehr relevant sein. Wenn nämlich so ein Lift ausfällt,
bin ich mit dem Rollstuhl auf dem Perron gefangen. Es gibt auch heute noch verschiedenste Haltestellen, wo die einzige Alternative die Treppe ist. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die ich als Rollstuhlfahrer habe, ist, den nächsten Zug zu nehmen, eine Station weiterzufahren und zurückzurollen. Was interessant ist aus unserer Sicht, ist, diese Lifte sind häufig smart, das heißt, sie sind digitalisiert. Der Servicebetreiber, der Liftbauer weiß, dass der Lift ausgefallen ist. Er alarmiert den Servicetechniker. Auch geplante Wartungen sind digital gesammelt. Und das Einzige, was eigentlich fehlt, ist, diese Information dem Fahrgast zur Verfügung zu stellen. Am besten direkt in der SBB-App oder auch als Push-Nachricht. Natürlich gibt es auch hier kreative Leute, die andere Wege finden, den Lift zu umgehen. Aber so eine Push-Nachricht oder ein Umsteigevorgang für Rollstuhlfahrer wäre sehr interessant. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch gezeigt zu haben, warum detaillierte Zugänglichkeitsinformationen für Rollstuhlfahrer interessant sein können. Hello, I will change the language to English for my presentation. My name is Yanan. I'm a postdoc researcher at the Mobility Information Engineering Lab. And today, I would like to share with you the research we conduct at our lab on using computational movement analysis to promote sustainable and intelligent mobility. So specifically, I will showcase two research projects we're working on. The first research project is mobility-aware V2G optimization for car sharing. This project is an effort to facilitate the electrification of the mobility sector by encouraging the adoption of electric vehicles. Particularly, we design V2G vehicle-to-grid optimization strategies for car sharing system. And also evaluate the potential economic and technical benefits of this coupling of two innovative concepts, vehicle to grid and car sharing. For this particular project, we are collaborating with High Power and the car sharing company, probably everyone knows here, Mobility. And we evaluate the potential benefits in three mobility scenarios. One is existing mobility patterns or usage patterns. The second one is future mobility patterns, particularly in 2030. And the last one is the mobility patterns given a dynamic pricing intervention. For the demonstration, I will show you the second key study we conducted on evaluating the potential benefits of coupling vehicle to grid for car sharing given future mobility bookings. We first simulated future scenarios by developing a data-driven pipeline to generate future car sharing bookings for a specific synthetic population. And besides this, we designed six different car sharing scenarios that considering different growth rate of user expansion and also different development strategies for the car sharing services. After applying the vehicle-to-grid optimization strategy we developed in this project, we were able to evaluate the potential benefits for integrating vehicle-to-grid for car sharing. Here I'm showing the monetary benefits that, that can be achieved by implement vehicle-to-grid for a DSO distribution system operator and also a car sharing fleet operator. On the left, the figure shows the DSO benefits. On the right, it shows the car sharing fleet benefits. The takeaway message from this comparison is by implementing V2G for car sharing, there exists a sweet spot of the price for offering vehicle to grid to shake the peak of demand, which is 500 to 2,000 Swiss francs per megawatt, according to our case study. And next one, I want to showcase the project that we are working on to promote intelligent mobility, specifically developing interpretable and robust machine learning methods for mobility analysis.
The goal of this project is to integrate the causality concept with machine learning models to increase the interpretability and robustness of those models in mobility prediction. There are many promising applications. For example, it can help us identify important features used for mobility prediction or increase the robustness of those models in spatial temporal domain shifts. As a demonstration, I'm showing you the key methodology and findings from one of the studies we conducted on designing a causal intervention framework to evaluate the robustness of machine learning models. So the motivation for this project is beyond evaluating machine learning models, simply using accuracy, it's also important to evaluate those models by considering its robustness when the distribution shifts. And example is, most of the current deep learning models are using the passively observed or collected data, but when the models are applied in a new data set where the distribution shifts, or in another word, the pattern, mobility pattern changes, then those pattern, those models can potentially fail, represented by a significant accuracy drop. The way to tackle this problem is to introduce interventional data where we use the causal intervention concept and integrate that with mechanistic mobility simulators to generate different types of interventional data. And those interventional data are used to evaluate the robustness of the different types of machine learning models against specific interventions. We apply this causal intervention robustness framework on two specific case studies, traffic forecasting and also individual mobility level for next location prediction. The takeaway message for the results we have is, for traffic forecasting, when entering on the speed, the accuracy does not drop much. So the neural network we tested are more robust towards speed intervention. However, the intervention on the flow, inflow or outflow, will have a more significant impact on the neural network's prediction accuracy. And for individual next location prediction, we also found very interesting results. One is the individual level travel preferences have a stronger impact compared to the overall popularity of locations in deciding the robustness of individual mobility visits. So for more findings or information about our project, please refer to the papers I shared on the slides. And lastly, I want to share my team members. Our group is led by Professor Martin Robo. I'm a postdoc researcher, and we also have six brilliant PhD students working in the lab. Thank you. Hello, everyone. My name is Fruzsina Homolka, and I'm going to speak to you about mobility data. What a surprise. And its role in achieving sustainability. Just a little bit about me. Who am I? So I'm a multidisciplinary engineer, for the moment lead data steward at the Federal Roads Office. Why it is interesting? Because when we think about data, it can be found everywhere. So in every domain, in every expertise, this is why I started in tourism, agriculture, I went to supply chain management, I became an environmental engineer, and then the moment I work in data, so just try to put together. But actually, where I am coming from, that might be a little bit more interesting just because of the this afternoon hackathon experience, that I was actually a serious hacker
before starting at the working for the federal administration. I went through different competitions, and I was so passionate about mobility challenges, sustainability challenges as well, that I built up different smart mobility projects, such as, for example, the Nadim that we thought about. And I just decided, why not work actually to the federal administration and support them in this data field, because which is actually quite new still these days. So today's topic is sustainability, and nice image, we have seen it previously. I was really scared that Gary will tell everything about what I wanted to speak. But actually there is still a little bit deep in the rabbit hole of mobility data there, where we can go in. So what is very interesting, that mobility within the Sustainable Development Goals is included only in the 11th goal as sustainable cities and communities. What I say, that mobility is much more complex than that. And why? Because actually mobility interlinks and contributes to all of these sustainable development goals. Mobility is somehow really this link which connect the dots which are happening around it. So as a lead data steward, in data governance, we talk a lot about different definitions. We talk about mobility, but no one actually defined what is mobility. I guess for all of us, it means different thing. So for me, and I found these definitions, so they say mobility is a potential for movement and the ability to get from A to B. So while data is actually a digital representation of a real world object, so how these come, how these two come together actually to achieve sustainability? Well, you can imagine, if we are able to measure a real world object, for example, the length, the width, the size, the volume, the speed of, for example, of the traffic, or anything what we have around us, not only in the public sector, but private sector, they are also trying to get more and more data to get more efficient, and this is why to get more sustainable at the end. So it actually will enable us to manage these objects, to manage these things, to analyze these things, and at the end to interpret them as information and use it for decision making. So if we talk about mobility data, this data is not only the data of different mobility types. Have you actually imagined that all of these are interlinked by mobility? Like when we talk about going from A to B, mountain biking from A to B, supply chain management, logistics, inside the warehouse, outside the warehouse, from A to B, drone inspection, A to B, any kind of travel, of course, that you knew already. But hiking in the Swiss Alps, A to B. And of course, it's not only A to B, but A to B, to C, to D. Just imagine your whole day as a complex mobility travel since the moment that actually you wake up from your bed and you go to do your coffee, and after you go to work, and after you go to the post office, and after you, I don't know, whatever else you do. All of these are making actually mobility complex. This is why the challenge of sustainability is very complex, because all of us are individuals. So, of course, if it is even a little bit more complex than that. And this is why I believe in that the role of the federal administration is first to understand what kind of data do we need outside of any mobility types, to understand how we could solve this kind of sustainability challenges, afterwards to enable it with cross-department collaboration and of course
breaking the different silos that exist today. And I hope that that we are able to make it work, because there are really many initiatives which are starting these days. And just to help you imagine, mobility data is three-dimensional, and I added after Einstein the fourth D, which is time, because for the moment we are still working in silos, and that's the thing that we need to think in three-dimensional in order to enable the future mobility with data. What is also important that we not talk about only having the data or having some data or only open government data, but also to have the right data with the right quality. And actually, this is something that, that we forget. We need to reply to the question, what kind of data do we need? Not just only have whatever kind of data. And afterwards, we need to acquire this data. We need to build up infrastructure to get this data and make the steps to analyze it and to interpret it. So what's actually, I think, one of the most things that we need to go into exploiting this data also at the federal administration, not only just providing this data, but actually using it to create a better future. So as we discussed about that, that mobility data is not only everything what affects mobility. As you can see on the photo, it can be, we already talked about weather data, which is just only one type of data that we could have. All of the accidents, incidents happens. Besides, there are different habits as individuals that we have, like eat healthy, exercise, keep things simple, or different choices that we make as individuals. And afterwards, what is the effect of mobility on sustainability, on environmental, social, and economic sustainability? All of these are surrounded by data, and data is actually which connects the answers. And I really would like to thank you for your attention. I really hope that we can make a brighter future, as you can see. I'm not sure. So the picture is split in two. We are actually the only one who can make it work. Thank you again. Hallo, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Es ist für mich gewissermaßen ein Heimspiel. Nicht nur, dass ich hier gleich über die Jahre wohne und wirklich gleich um die Ecke arbeite. Es ist auch so, dass ich nach meinem Studium hier gleich unterhalb mitgeholfen habe, Jazzkonzerte zu organisieren. Also ich bin es mir eher gewohnt, dass hier auf dieser Bühne Gitarrenverstärker und Drums stehen. Ich werde nicht singen, keine Sorgen. Die wenigsten von uns sind gesegnet mit einer Vorstellungskraft, die über mehrere Jahre hinausgeht. Vielleicht geht das noch, um sich einen Gitarrenverstärker und einen Drum hier vorzustellen, aber technologische Entwicklungen über die nächsten Jahre, über die nächsten 10 Jahre, ist es sehr schwierig. Mir ging das auf jeden Fall so damals. Ich bin einer der Typen, der nicht mit einem Smartphone aufgewachsen ist, sondern im Gymnasium hatten die ersten Kollegen, Kolleginnen diesen Knochen hier. Und ich kann mich erinnern, ich habe gelesen, dass man irgendeinmal in Zukunft die Zeitung auf diesem Ding lesen kann. Und das war für mich so ein bisschen, also das kriegt jetzt knapp mal so ein verpickeltes Snake-Game hin. Aber wie zum Teufel soll man Zeitung auf diesem Bildschirm vernünftig lesen können? Und die Entwicklung hatte Zeit, damals unvorstellbar, fast unvorstellbar und heute unverzichtbar
Und genau darum geht es mir bei den nächsten 5 bis 7 Minuten. Wie schaffen technologische Weiterentwicklung neue Möglichkeiten und dann letztlich neue Bedürfnisse zu schaffen? Mein Name ist Maurice Rappin. Ich arbeite bei Fertig. Ich bin verantwortlich für den Schweizer Markt. Und ich möchte euch ein Beispiel zeigen, wie das funktioniert. Vielleicht kurz zu Fertig für diejenigen, die das nicht kennen. Fertig ist Smartphone-basiertes Ticketing. Das heißt, Ticketing lösen für den öffentlichen Verkehr. Und zwar Postpaid. Das heißt, ich checke in, ich mache meine Reise, steige um, fahre weiter und am Ende der Reise checke ich aus. Und die Price Engine dahinter berechnet mir den bestmöglichen Preis. Unsere Motivation ist die Einfachheit. Wir versuchen, Mobilität so einfach als möglich für alle und überall anzubieten. Das ist ein Kundenfeedback, das wir einmal erhalten haben. Ein Gibbon-Affe mit 3 Gin Tonics Intus sollte Sie bedienen können. Kurz zu ein paar Zahlen. Fertig ist 2016 entstanden. 2018 war es möglich, mit dieser Technologie in der ganzen Schweiz zu reisen. Und seitdem haben sich die Zahlen von Fertig sehr stark und positiv entwickelt. Also heute, 2023, generieren wir rund 150.000 Fahrten pro Tag über die Fertig-Systeme. Und das ist zwar zum größten Teil in der Schweiz, aber nicht nur in der Schweiz. In der Zwischenzeit sind auch viele Regionen im Ausland, im europäischen Ausland, dazugekommen. Zum Beispiel in Frankreich, in der Occitanie oder in der Normandie. Viele Regionen in Deutschland, auch Österreich und ein bisschen weiter oben im Norden. Ja, wie funktioniert das? Fertig funktioniert mit der Lokalisierung des Smartphones. Von den Lokalisierungsdaten gibt es Reisedaten. Und an diesem Beispiel, das ist der Bielersee und die Stadt Biel, die ihr hier seht, die blaue Linie, das sind die Geolokalisierungsdaten. Das ist das, was wir erkennen. Und darüber gelegt sind dann die Reisedaten. Das sind die Reise, die dann effektiv auch bepreist werden. Also die Elemente von dieser Reise, die zum Beispiel als Fußweg zurückgelegt wurden, in diesem Fall da die Schritte 15 bis 16, die nehmen wir weg und suchen dann wirklich auch nur die Strecken, die tatsächlich mit dem ÖV zurückgelegt wurden, bevor sie bepreist werden können. Das ist das Beispiel von einer Reise. Aber wenn wir jetzt einen Schritt zurück machen, sind das natürlich ganz viele Reisen. Also bei diesen 150.000 Fahrten pro Tag, und das ist jetzt nicht einfach eine schöne Illustration, also das ist ein Abbild von einem, spezifischen Moment von Fertigreisenden in der Schweiz. Das heißt, plötzlich hat man die Möglichkeit, Zugang zu haben zu A-B-Relationen, oder? Also woher kommen die Leute und wohin hingehen die Leute? Auch mit Umsteigedaten. Wie lange warten Sie an einem Umsteigezeitpunkt? Auf welche Linie steigen Sie um? Ja, was machen wir jetzt mit diesen Daten? Unser Ziel ist, diese Daten zu nehmen und so gut als möglich für die Bedürfnisse der Verkehrsunternehmen, jetzt in diesem Fall die Verkehrsplaner, auf diese Bedürfnisse einzugehen. Ich möchte euch ein ganz konkretes Beispiel zeigen. Und zwar geht es um eine Anschlussoptimierung. Hier sehen Sie auf der Karte eine Station, die heißt, das ist im Aargau, in der Nähe von Olten, das ist Aarburg-Oftringen. Von Olten fährt ein Zug nach Sursee und zurück, das ist die S29. Also die S29, die fährt von Olten nach Sursee und zurück und hält jedes Mal in Aarburg-Oftringen. Natürlich nicht genau zur gleichen Zeit, der Zug, der von Olten kommt und zurückgeht. Jetzt gibt es eine Buslinie, die in Aarburg-Oftringen startet, nämlich die Linie 127. Und die Frage ist ja, wann soll diese Linie jetzt abfahren? Soll die den Zug von Olten abwarten oder soll die den Zug von Sursee abwarten? Ja,
2029. Und diese Fragen, das sind Fragen, die sich Verkehrsplaner tagtäglich damit auseinandersetzen. Und es ist nicht so einfach zu beantworten. Man hat die Möglichkeit, Umfragen zu machen, aber man hat nicht die Möglichkeit, das auf Knopfdruck auszuwerten. Genau dort können wir unterstützen. Und zwar auf Knopfdruck. Und das sehen Sie hier bei einem Auszug aus einem Dashboard. Das sind die häufigsten Umsteigebeziehungen in Aarburg-Oftringen mit der Ziellinie Bus 127. Und jetzt sehen wir, von wo kommen die Leute? Ah, okay, viele kommen von Baden, aber es kommen mehr von Olten als von Sursee. Und genau das soll helfen, die Arbeit der Verkehrsplanerinnen und Verkehrsplaner zu vereinfachen. Es ist aber nicht nur so, dass wir sagen können, das ist so ein bisschen das grobe Bild der letzten 12 Monate, wie es hier im Untertitel heißt, sondern wir können auch noch einen Schritt weitergehen und das auf einzelne Tage anschauen, also Wochentage, Wochenende, ist das ein Unterschied, oder sogar einzelne Stunden. Kann es sein, dass es mehr Sinn macht, diesen Bus abzuwarten am Vormittag, aber am Nachmittag die andere Linie abzuwarten? Und genau solche Informationen standen bis heute nicht zur Verfügung. Und unser Ziel ist es, dass wir die Transportunternehmen bestmöglich befähigen eigentlich mit diesen Informationen. Genau, das war ein Beispiel von diesem Thema. Neue technologische Möglichkeiten führen zu neuen technologische Entwicklung führen zu neuen Möglichkeiten, führen zu neuen Bedürfnissen. Wir sind noch nicht am Ende angelangt. Wir tun viel für diese Bedürfnisse auch zu verstehen. Das machen wir, indem wir das Gespräch suchen mit den Transportunternehmen, den Verkehrsplanerinnen, zum sagen, ja, okay, was genau braucht ihr jetzt von uns? Und wir können uns so anpassen. Aber diesen Weg begehen wir jetzt. Und spannend, das war ja nicht der Fokus, als 2016 Fertig gegründet wurde. Das war, ich meine, Fertig ist immer noch, Fokus ist das Ticketing, das smartphone-basierte Ticketing. Aber wir haben erkannt, dass genau diese technologische Entwicklung dazu führen kann, dass man eben auch in anderen Bereichen einen Mehrwert bieten kann. Vielen Dank. Bonjour à tous et à toutes. Man hat mir zur Sprache keine Vorgabe gemacht zwischen Englisch und Deutsch. Darum habe ich mal die Folien auf Englisch gemacht und ich spreche auf Deutsch. Wer von euch kennt Rotrenk? Wer von euch weiß, was wir konkret machen? Schon ein Tick weniger. Also viele von euch werden uns wahrscheinlich schon benutzt haben, wenn ihr etwa in der Westschweiz im öffentlichen Verkehr unterwegs wart, zumindest in den großen Städten, oder auch bei den touristischen Bahnen in der Schweiz, Rätische Bahn oder Matterhorn-Gotthard. Wenn ihr den TCS-Routenplaner benutzt habt in den letzten 10 Jahren oder mal ein Mobility-Auto reserviert habt, waren wir wahrscheinlich im Hintergrund tätig, und zwar für die Routenplanung, entweder unimodal, je nach dem Verkehrsmittel, oder eben multimodal. Das, was wir machen, sind eben diese Mobilitätsplattformen, die irgendwo immer zu tun haben mit der Frage, wie komme ich von A nach B, über die verschiedenen Verkehrsmittel hinweg auch, die ganze Strecke, nicht nur Bahnhof zu Bahnhof oder Leihwagen zu Leihwagen, sondern eben Adresse zu Adresse und auch die Kriterien, also die Präferenzen ganzheitlich, Preis und Reisezeit, CO2-Emissionen und ähnliche. Ja. Basierend auf dieser Plattform haben wir verschiedene Produkte, nennen wir sie, die machen auch recht verschiedene Sachen. Die White-Label-Mobilitätsplattform, die kommt eben bei Mobilitätsanbietern zum Einsatz, also das ist dann aus unserer Sicht so eine Art B2B2C. Und daneben gibt es verschiedene Produkte, die kommen im geschäftlichen Kontext zum Einsatz, also das ist die Mitarbeitermobilität,
Das ist typischerweise im Kontext Plan de Mobilité Entreprise. Da geht es um die Geschäftsreisen, um Pendelwegsanalysen, da geht es um Parkplatzvergabe und Parkplatzverwaltung der Firmenparkplätze. Ja. Jetzt geht es in dieser Präsentation auch ein bisschen um die Vertriebsintegration. Also die erfolgt bei uns zweifach. Zum einen vertreiben wir Produkte auf der Basis von Daten, auch Open Data. Und zum anderen kommt zumindest in einigen von diesen Produkten eben auch die Buchung noch dazu, also der Ticketverkauf. Wir benutzen, Rotrank ist geht so langsam auf die 20 Jahre zu mittlerweile, wir benutzen Open Data, wo wir sie kriegen können. Da hat sich natürlich im Verlauf dieser Zeit viel getan. Das war am Anfang ganz schwierig und geht heute viel einfacher. Ich war persönlich engagiert in den Workshops des BAV ab 2017 etwa, wo man begonnen hat, sich diese Fragen zu stellen. Rotrank ist auch Gründungsmitglied von Open Mobility. Das sind so die Aktivitäten, die so ein bisschen drumherum sich abspielen. Ich habe schon gesagt, Open Data benutzen wir, wo wir es kriegen können. Das ist wirklich der absolut zentrale Punkt. Das ist Make or Break, oder wenn man die Daten nicht hat, dann kann man einfach gar nichts machen. Uli Müller hat das ja auch schon gesagt. Das Wichtigste ist, dass man an die Daten überhaupt rankommt. Formate oder Schnittstellen, das kriegt man dann schon hin. Davon abgrenzen möchte ich Open Source. Das ist auch wichtig, wir benutzen viel, kleine Sachen, große Sachen, überall. Das ist aber nicht im Ansatz so wichtig, also man kann das immer, man kann immer Sachen bauen, wenn einem aber die Daten fehlen, kann man nicht viel machen. Ja. Und der dritte Punkt, den ich auch abgrenzen möchte, ist Open Service. Und hier kommt es ein bisschen darauf an, was meine ich jetzt mit Service, oder? Also es kann ja ein trivialer Service sein, der einfach Daten zugänglich macht und sonst aber nichts. Die würden wir dann auch noch benutzen, obwohl uns die Quelldaten im Zweifel auch ausreichen. Im Unterschied zu einem Service, der mehr macht, der vielleicht etwas macht, wo es jetzt nicht nur um Standards geht, sondern wo man vielleicht etwas Personalisiertes braucht. Und die Personalisierung ist wirklich das, was wir in den knapp 20 Jahren gelernt haben, was im multimodalen Kontext extrem wichtig ist. Also wirklich zu dem Punkt, dass ohne Personalisierung hat man eigentlich kein Angebot, was man den Kunden machen kann. Weil es so viele Möglichkeiten gibt, so viele Verbindungen in diesem multimodalen Kontext, die abhängig sind vom Kontext. Wer bin ich, was brauche ich, oder wenn ich als Firma dieses Angebot habe, was brauchen meine Kunden? Dadurch, dass meine Kunden zu mir kommen, haben sie schon was zum Ausdruck gebracht. Also wenn ich zur SBB gehe oder zur Mobility oder zum Touring Club, ist ja allein diese Auswahl, die hat ja schon Aussagekraft. Und dann kommen natürlich noch die persönlichen Präferenzen dazu. Also diese Personalisierung ist absolut zentral und deswegen ist in unserer Erfahrung so, dass Services, also nicht triviale Services, die so etwas machen, dass die für uns viel weniger relevant sind, weil wir können nicht so viel damit anfangen. Wenn unser Kunde sagt, er hat diesen und diesen Use Case, den er lösen muss, dann muss auf Routing-Ebene die Flexibilität da sein, dass wir das so anpassen, dass es für den Kunden passt. Zum aktuellen Stand, also unserer Meinung nach sind die bestehenden Plattformen insgesamt sehr gut. Wir benutzen extrem viel natürlich im ÖV, auch die Sharing-Plattform vom BFE, in kleinerem Maße Straßendaten. Die Integration in Produkte, die wir produktiv verkaufen können, ist erfolgt, das funktioniert sehr gut. In einigen von diesen Produkten, habe ich gesagt, kommen auch die Buchungen zum Einsatz. Das funktioniert auch gut. Da
Das ist dann die unimodale Buchung oder das kann auch die multimodale, intermodale Buchung sein. Wir haben ein Projekt gemacht zusammen mit TPF und TCS, wo man die Park- und Rail-Verbindungen, dass man die nicht nur multimodal plant, sondern auch buchen kann. Also in einer Buchungstransaktion kaufe ich sowohl das Ticket für den Park und Rail als auch die Tageskarte Freemobil zum Beispiel. Es funktioniert auch insgesamt sehr gut. Also zum Beispiel die IDs für die Standorte, die ich aus der Open Data ziehe, die kann ich dann direkt für die Buchung verwenden. Das gilt auch für den ÖV, wobei da der Aufwand etwas schwieriger war, dort initial hinzukommen. Die wesentlichen Punkte, die wir uns noch wünschen würden, ist zum einen die Verbesserung der Reliability dieser Daten. Wir haben zum Beispiel Transen als Kunde, ÖV in Neuchâtel. Und gerade am Vortag der Fête des Vendanges sind die Linien irgendwie aus der Open Data rausgefallen. Das hat uns doch einige Mühe gemacht. Wir würden uns auch wünschen, dass man die Formate erweitert, aber nicht der Formate wegen, sondern einfach um näher ranzukommen, was der Standard ist. Also der SBB-Fahrplan ist natürlich sehr beliebt. Und wenn wir dann in der Open Data Lücken haben, kann man dem Zweifel erklären mit der SBB. Aber wenn die SBB sie dann hat, aber sie sind einfach nur in der Open Data nicht drin, dann wird das halt schwieriger. Das hat dann Implikationen auch mit den Formaten, weil SBB natürlich auf VDV-Basis arbeitet und Open Data auf HDF und GTFS Realtime funktioniert. Wo der Mix schon schwierig ist und wo die Qualität vermindert ist, da gibt es jetzt die ersten Schritte Richtung Siri Netex. Und der letzte Punkt wäre ein bisschen die Erweiterung des Scopes noch, zum Beispiel, dass man Polylines und solche Themen dort auch integriert. Ja. Ich bin den Tag über hier. Wenn jemand noch weiter diskutieren möchte, meldet euch gerne. Dankeschön. Ja, grüß euch miteinander. Ich wurde gebeten, einen Kurzinput, und der muss kurz sein, gell? Gut, zu geben hinsichtlich der Kundeninformation. Und ich habe mich dann mit meinem Team, also dem Entwicklerteam der Kundeninformation, zusammengesetzt und habe sie gefragt, wo in der Kundeninformation konnten wir die Nachhaltigkeit in Einklang bringen. Ich bin Clément Brossi, der Netcetera, und möchte euch dies an einem konkreten Beispiel aufzeigen, das wir im Rahmen zusammen mit der Südostbahn gemacht haben. Da haben wir die Software geliefert für die Kundeninformation, und gerade in diesem Projekt ging es darum, wo können wir den grünen Stempel aufsetzen auf diesen bestimmten, ich sage immer Output, aber es sind Channel-Möglichkeiten auf diesen Channel-Outputs, die der Kunde dann zu sehen kriegt. So klar solltet ihr den Tag hindurch die Anzeige sehen, ganz abhängig von der Brillenstärke. Und wenn das nicht so ist, dann könnt ihr dann auf mich zukommen. Und genauso unklar solltet ihr die Anzeigen sehen, wenn kein Zug mehr kommt. Also diese berühmte Schlummerviertelstunde. Und das haben wir so konfiguriert, auf Wunsch der SOB, dass eine Viertelstunde nach dem letzten Zug, als der abgefahren ist, geht der Zugzielanzeiger in einen Schlummermodus rein. Genauso erwacht er auch wieder, wenn eine Viertelstunde vorher ein Zug eintreffen sollte. Und die Krux oder der Hund liegt nämlich da begraben. Was passiert, wenn jetzt ein Extrazug kommt oder ein Extrahalt eingelegt wird? Und auch da kommunizieren die Systeme mit Open Transport Data. Und wenn jetzt ein Extrazug eingepflegt wurde, dann erwacht dieses System auch wieder eine Viertelstunde vorher und geht dann zurück in den Schlummermodus eine Viertelstunde nachher.
Ich bin auch schon durch und möchte vielleicht den Kurzinput mit einer offenen Frage beenden. Ich habe mich dann heute Morgen, als ich an den Bahnhof gegangen bin, und noch, ich wusste gar nicht, dass es diesen noch gibt, das gelbe Abfahrtsplakat gesehen habe, ich mir dann die Frage gestellt, ja, wie nachhaltig sind eigentlich all diese Bildschirme, die wir heute haben, verglichen mit den 1, 2, maximum 3 Abfahrtsplakaten, die es früher mal gab, die sicherlich nicht mehr State of the Art sind. In diesem Sinne, merci vielmals.